Zum dritten Mal hatten die Präventionsberater der Polizeiinspektion und der Verkehrswacht Güstrow Senioren der Balachstadt zu einem Präventionstag eingeladen. Themen waren unter anderem der richtige Umgang mit dem Rollator, mit dem ein kleiner Hindernisparcours zu bewältigen war. Um die Mitnahme des Rollators im Stadtbus ging es auch am Stand von Rebus. Das Unternehmen hatte einen Bus geschickt, an dem Ingo Carsten den älteren Mitbürgern zahlreiche Tipps für eine Stadtfahrt gab. Der Busfahrer erläuterte, dass beim Anschaffen der modernen Fahrzeuge auch an die Senioren gedacht worden sei. Dieses Jahr haben wir jetzt wieder neue Busse gekriegt und das sind die modernsten, die schönsten und die besten. Und alles für Güstrow, damit die älteren Herrschaften mit einer bestimmten Sicherheit auch in den Bus einsteigen und wieder anfangen, Bus zu fahren. Diese neuen Mercedes-Busse, die wir jetzt angeschafft haben, haben Sensoren drin, dass die älteren Herrschaften, wenn sie in die Nähe von der Tür kommen, keine Angst haben brauchen, dass die Türen zugehen. Die können alleine absenken. Präventionsberaterin Carola Johansen hatte das Programm des Seniorentages aus aktuellem Anlass um einen Punkt erweitert. Sie warnte die älteren Menschen eindringlich davor, nicht auf Anrufe von falschen Polizisten und den berüchtigten Enkeltrick hereinzufallen. Besonders die Masche, bei der vermeintliche Polizisten anriefen und von einem Haftbefehl erzählten, der gegen eine hohe Geldsumme ausgesetzt werden würde, sei derzeit sehr aktuell, sagte sie. Die zum Jahresanfang neu formierte Verkehrswacht informierte an einem Stand über die ehrenamtliche Verkehrserziehung und bot den Senioren einen Reaktions- und Schnelligkeitstest an. Die Runde komplettierten ein Hörgeräteakustiker und ein Sanitätshaus. Kaffee und Kuchen für die Senioren spendierte die AWO.